Tja, und das ist der zweite Lauf. Und da haben wir dann auch die deutsche Mannschaft ganz außen, Nigeria. Und dann danach kommt eben Deutschland, Team Deutschland. Eben in der Besetzung Mann, Frau, Mann, Frau. Und am Start Manuel Sanders. Und sie sind glücklich, die deutsche Mannschaft, dass sie eben endlich mal einen Läufer haben, der konkurrenzfähig ist, international konkurrenzfähig. Manuel Sanders, der deutsche Meister, der in diesem Jahr sich so stark präsentiert hat wie nie zuvor. Bestleistung 45,07. Also diese 45 wird er dann auch mal irgendwann knacken. Mit in diesem Rennen noch die Tschechen, die Franzosen, die Schweizer. Und dann wird's vorne raus richtig happig. Mit den Niederlanden, mit Polen und mit Jamaika, dem WM-Dritten, dem WM-Vierten und dem WM-Fünften. Das hier die Schweizer mit Spitz am Start. Aber auch die Schweizer haben in den letzten Jahren eben aufgrund dieses Programmes, was sie da aufgelegt haben, international enorm aufgeholt. Das die Niederländer mit Klein Icking am Start. Auch da hat sich einiges verändert bei den Frauen. Klaver und Bohl mit im Vorlauf, die Topläuferinnen. Bei den Männern komplett neue Besetzung bei den Polen. Die Männer, wie schon im letzten Jahr mit dabei, Karol Zalewski am Start. Und Jamaika hat auch mit Damage Gay denjenigen mit am Start, der im letzten Jahr schon bei den Weltmeisterschaften in Eugene vorneweg die ersten 400 gelaufen ist. Und bei den Deutschen ist nur Alisa Schmitz noch mit in diesem Quartett übrig geblieben. Und sie wollen auf jeden Fall ins Finale. Team Deutschland, denn im letzten Jahr als Fünfte im Vorlauf mit der Zeit von 3 Minuten 16,80 ausgeschieden. Diese Zeit würde auch heute nicht reichen. Denn man muss hier so eine 3:14:08 laufen. Das ist bisher die schlechteste Zeit. Außer sie kommen dann direkt unter die ersten drei, dann werden sie direkt qualifiziert. Ansonsten geht es dann eben über die Zeit. Und hier hat Ungarn vorgegeben. Sanders eröffnet für Deutschland auf Bahn 8, hat vor sich den Nigerianer. Nochmal zurück. Hier der Schweizer Spitz. Ja, was können die Schweizer? 3:14:22. Schon gelaufen in dieser Saison. Ganz schön flott. Schon erwähnt, eben dieses Programm seit 10 Jahren mit sehr, sehr viel Geld, was sie da in die Hand genommen haben, über eine Schweizer Bank eben, um die Schweizer auch international wieder nicht nur konkurrenzfähig zu machen, sondern auch, was Medaillen betrifft. Hier Alisa Schmitz für Deutschland an Position 2. Die Frauen warten, was dann eben die Männer ihnen mit auf den Weg geben. Zalewski gesehen. Damage Gay. Und dann gab es da die Verwarnung für Team Jamaika. Damage Gay. Ein bisschen zu flott herausgekommen. 4x400 Meter Mix Shuffle. Und Sanders eben auf Bahn 8, den Nigerianer vor sich. Und Manuel Sanders, der muss vor Selbstvertrauen strotzen. Der 25-Jährige aus Dülmen, der ja in Dortmund wohnt, dort von Thomas Krämer trainiert wird. Eben mit dieser Superzeit bei den deutschen Meisterschaften in Kassel, diese 45,07 Sekunden. Und der Nigerianer ganz außen geht aber richtig flott an. Machuku, alle anderen sehr kontrolliert. Dahinter im Wechsel Nigeria, jetzt Polen vorne. Zumindest was dann eben die Abstände betrifft. Jetzt sind wir aber gleich bei 300 Meter. Nigeria hier auf der Schlussgerade. Und Manuel Sanders macht das relativ kontrolliert. Dahinter laufen sie schon ziemlich dicht aufeinander. Und jetzt gleich eben Alisa Schmitz an Position 2. Bekommt jetzt den Stapel bereit. Ah, hat alles geklappt. Ja, die waren ja auch noch auf ihren Bahnen. Jetzt muss sie aber einscheren.
und möglichst an guter Position. Sieht gut aus, Nigeria vorne. Aber jetzt erst die Möglichkeit für die erfahrenste, eine 52-Sekunden-Läuferin. Aber die Niederländer haben ja hier mit Klaver eine 50-Sekunden-Läuferin über die 400 Meter. Und die zieht jetzt richtig weg, Lieke Klaver. Sie haben also ihre Besten hier im Damenbereich aufgeboten in den Halbfinals. Aber die kommt nicht weg. Und da läuft Alisa Schmidt, wenn sie sich nur nicht übernimmt, sie läuft sogar ran an die Niederländerin. Dahinter Nigeria, dann die Französinnen. Und sie bleibt noch einigermaßen locker, kommt damit ran. Und Deutschland ist mit vorne dabei, ist es tatsächlich möglich, hier einen der ersten drei Plätze zu nehmen. Jetzt Jean-Claude Bredau, der zweite Mann. Aus Potsdam, der von Sven Bugel trainiert wird, genauso wie Alisa Schmidt. Ein Typ, der erst 24 ist. Eine imposante Erscheinung und er jetzt hier den Kontakt weiter halten muss auf die Niederlande, die hier mit Agado unterwegs sind. Und bisher macht er das super, auch in dieser Saison in Kassel hat er sich enorm gesteigert. Seine Bestleistung 4/10 auf 45,67 Sekunden und noch einmal die ersten drei sind direkt weiter und dann geht es dann eben über die Zeit. Und am Ende haben wir ja noch Skadi Schier, die deutsche Meisterin, die Überraschungsmeisterin, die so stark gelaufen ist bei den deutschen Meisterschaften unter 52. Ja, was macht der Bredo da? Super Rennen von ihm. Übergibt jetzt auf Skadi Schier. Achtung! Es hat geklappt, aber Bredo ein bisschen zur Seite gefallen. Kein Disqualifikationsgrund. Das gab es ja schon häufiger. Und sie jetzt, hätte sie das gedacht, dass sie hier keine Vorsicht hat auf der Schlussrunde, dass die starken Niederländerinnen hier mit Femke Bol, das ist die potenzielle Goldgewinnerin hier vielleicht über die 400 Meter Hürden auf jeden Fall. Aber die schaut, die läuft kontrolliert, die läuft ran und Skadi Schier. Bislang zeigt sie, dass sie ein Riesentalent ist. Aber hat sie das Stehvermögen? Die Frau aus dem Spreewald. Zielgerade, also die ersten drei Plätze, das müsste doch eigentlich drin sein. Die Französinnen sind dann noch mit Brossier. Ah, jetzt werden die Beine schwer auf den letzten Meter. Sie muss durchhalten. Platz 3 scheint futsch zu sein. Es könnte über die Zeit noch gehen. Und Niederlande, Frankreich. Und dann Platz 3 dann die Tschechen, die ja sehr stark waren bei den Team-Europameisterschaften. Und Platz 4 mit einer Millisekunde und 5 Rückstand. Und die Deutschen 3:13:25. Das ist nach unserer Rechnung hier eine der zwei besten weiteren Zeiten. Und damit, das ist die endlich im vierten Anlauf die Finalteilnahme. Heute Abend werden wir sehen. Sie werden wahrscheinlich in dieser Besetzung laufen. Das hat wehgetan bei ihr, aber da hat man wirklich ein großes Talent